Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Heute unser Thema Borgward 1958. 1958 war eine Zeit der Hochkonjunktur, es ging gut, es ging aufwärts, es waren die Wirtschaftswunderjahre und auch bei der Firma Borgward sah alles äußerst rosig aus. Was gab es in dem Jahr Neues? Erstmal was Negatives, der Pullman wurde nicht mehr gebaut, denn er ließ sich kaum verkaufen. Der Goliath kam mit einem Facelifting raus, sah jetzt besser aus als zuvor. Man versuchte ja dieses Zweitakt-Image abzustreifen, deswegen nannte man den Wagen auch Hansa 1100. Ihn gab es übrigens als ganz schickes Coupé. Im Verkaufsprogramm gab es dann was ganz Neues, und zwar den Lloyd Alexander TS. Es ist eine komische Geburt. Also es war ja so, Sie erinnern sich, 1957 auf der IAA wurde der DKW vorgestellt. Der DKW Junior, damals noch als 600 bezeichnet, 660. Und Borgward sagte zu seinen Leuten, wenn der rauskommt, verkaufen wir keinen Lloyd mehr. Also ganz fix einen neuen Lloyd entwickeln. Das geheime Projekt NT, neuer Typ, später als Arabella bekannt geworden. Und man hatte ja vor, in die Arabella den leistungsgesteigerten Motor aus dem LP600, aus dem Alexander, einzubauen. Das Problem stellte sich ganz schnell heraus, der Motor reichte von der Leistung her nicht aus. Was machte man? Man versuchte nun irgendwie die Karosserie etwas zu verlängern, damit der Goliath 1100 Motor natürlich reduziert auf 800 Kubikzentimeter reinpasst. Es ging nicht, weil man hatte in dieser Wahnsinnseile, die Arabella so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, die Karosserie schon festgelegt und die Werkzeuge entsprechend bei den Lieferern, bei den Formbauern bestellt und die waren fertig. Es hätte also Unsummen gekostet, die Karosserie zu verlängern. 1100er Goliath-Motor ging nicht. Dann wollte man aus dem LP600 einen Boxermotor bauen mit 4 Zylindern. Das hatte man bei Goliath auch durchgeführt und bei Goliath auf den Prüfständen laufen lassen. Das Ding war einfach zu laut, luftgekühlt und es fehlte der geräuschdämmende Kühlwassermantel. Jetzt kam man auf die glorreiche Idee, bei Borgward mal nachzuschauen, denn da gab es eine Abteilung, und zwar die Sonderentwicklung. Alles, was mit Sonder zusammenhängt, ist ja meist Militär, also eine Rüstungsschmiede. Und dort sind Boxermotoren entstanden mit 2,5 Liter Hubraum, mit 2 Liter Hubraum. Wahnsinnsdinger, aber auch interessanterweise ein Boxermotor mit 750 Kubikzentimeter. Der sollte einen angedachten Kleinwagen, nämlich ein weiteres geheimes Projekt, den Kleinwagen 500, antreiben. Diesen Motor nahm nun Lloyd und konstruierte den um zum Arabella-Motor. Gleichzeitig wusste man, dass der Lloyd, der Standard-Lloyd und der Alexander eine relativ schlechte Straßenlage haben. Und man wollte die Hinterachse verbessern, da an der Arabella nun schon eine hervorragende Längslenker-Hinterachse eingebaut worden ist, in die Prototypen, sagte Borgward, also jetzt haben wir den leistungsgesteigerten 2-Zylinder-Twin-Motor aus dem Alexander, wir haben eine gute Hinterachse, ach, da erfinden wir ein neues Auto, den Lloyd Alexander TS Touring Sport, 25 PS mit der neuen Hinterachse. Nun darf man eins dabei nicht vergessen, die Lloyd-Konstruktionsabteilung war vollauf beschäftigt mit der Arabella, mit der Entwicklung der Arabella. Die Versuchsabteilung war beschäftigt. Und nun kam noch Borgward und sagte so, wir packen noch eins drauf, baut mal den TS. Es war ja klar, der TS-Motor, der Leistungssteiger wäre sonst umsonst entwickelt worden. Also wollte man doch irgendwo damit hin. Und der Verkaufserfolg später hat Herrn Borgward ja auch recht gegeben, der Alexander TS verkaufte sich ganz ordentlich. Was gab es sonst für Projekte? Einmal der Hubschrauber,
der zu seinem ersten Freiflug startete. Man rechnete damit, dass man um 1960 mit dem Hubschrauber in Serie gehen könnte. Kleinwagenprojekt 500 ist eine ganz geheime Kiste, weil es eigentlich nur zwei Dokumente gibt, die überlebt haben. Sie wissen ja, das Firmenarchiv ist irgendwann mal in den Müll gegangen. Gerettet wurde nur das, heute in alle Winde zerstreut, was Mitarbeiter zur Erinnerung irgendwie aus den Müllcontainern herausgeholt haben oder vorher aus den Büros mitgenommen haben. Gott sei Dank. Und so ist doch einiges übergeblieben, aber beim Kleinwagen 500 zwei Dokumente. Ein Zugdiagramm und das zweite ein Plan der Hydraulik. Genau. Übelacker, der Leiter der Abteilung Sonderentwicklung, hatte einen Kleinwagen konstruieren lassen. Konzipiert hatte er den mit hydraulischer Federung, hydraulisch geschaltetem Vierganggetriebe und so weiter. Also überall Hydraulik. Man hatte sich das von Citroën abgesehen, vom Citroën DS, und wollte das nun auch im Kleinwagenbereich einbauen. Hat einen riesen Vorteil. Bei einem Kleinwagen haben Sie das Problem, der steht so hoch. Und wenn Sie vier Personen reinhauen, dann geht er so in die Knie. Wenn Sie einen schweren Wagen nehmen, einen Mercedes, der ist leer so hoch, und Sie packen vier Personen rein, sinkt er nur etwas ein. Weil der Anteil, das Verhältnis Gewicht-Nutzlast zum Fahrzeuggewicht ist sehr eng beieinander. Und dieses Problem bei Kleinwagen, dass die also wahnsinnig absinken, wenn sie voll beladen sind und kaum noch Federungsweg bieten, das könnten eben hydraulische oder hydraulisch-pneumatische oder pneumatische Federn problemlos lösen. Später hat man das beim P100 gemacht und Sie wissen, er hat so ein Niveau, Sie können ihn beladen, wusch, fährt er wieder auf die Originalhöhe. Wunderbar, teure Angelegenheit. Dieses Projekt ist eingestellt worden. Wir wissen nicht einmal, wie er aussieht. Wir vermuten, es gibt aus der Abteilung Sonderentwicklung Automodelle, zum Beispiel des Traumwagens im Maßstab 1:5. Und da gibt es ein Fahrzeug, einen Kleinwagen, um ehrlich zu sein, ein bisschen hässlich, mit Leutzeichen. Und wir vermuten, dass dieser 500er eine Studie ist, eben mit dieser Karosserie für die Lloyd Motorenwerke als Nachfolger des Lloyd Alexander. Aber ich zeige Ihnen mal ein Bild. Sie sehen also, das mit dem Heckfenster, das ist ein bisschen pummelig geraten und passt nicht ganz so gut. 1958 war relativ ruhig. In dem Jahr war ja auch in Deutschland keine Automobilausstellung. Verkaufsprogramm ganz klar. Isabella übrigens auch. Das Modell hatte jetzt für 1959 das Modell einen kleinen Rhombus. 1958, Motorsport, war das letzte Jahr, wo die Borgward-Rennsportwagen angetreten sind. Ganz interessant, die Rennen selbst. In dem Buch, was ich Ihnen noch vorstellen will, schrieb der Fachmann Völker aus Stuttgart, also nicht der Bremer Ingenieur Völker, sondern ein Namensvetter, der ein Fachmann ist für überhaupt für die Rennen, an denen Borgward teilgenommen hat, ein Kapitel. Und das ist schon spannend, wenn da nur nicht mal eine Sekunde fehlt an dem Gesamtsieg beim Avus-Rennen, wo der Borgward RS also ganz, ganz, ganz Bruchteile von Sekunden von einem Porsche geschlagen wurde. Dann gab es noch in Hockenheim ein Vergleichsrennen der Tourenwagen, und zwar der Kleinwagen, welcher am wenigsten Sprit verbrauchte und welcher am schnellsten war. Also das war schon spannend, weil Lloyd gewonnen hat. Und BMW hat dann Plakate gemacht und hat geschrieben, wir sind die Sieger. Wie das zusammenhängt, wie man sich geeinigt hat, das steht alles in dem Buch drin. So, dieses Buch ist im Prinzip der zweite Band einer Gesamtchronik von Borgward. Das sind 14 Bände, habe ich mir vorgenommen zu schreiben. Zwei, wie gesagt, der zweite ist jetzt gerade rausgekommen. Jeder Band betrachtet ein Jahr. Der erste Band bedeutet
vor 1950, zweiter Band 1950, 51 und so weiter bis 1961 und der 14. Band wäre dann ab 1. Januar 62 bis der Konkurs zu Ende war 68, 69. Ja, das Buch 96 Seiten, 17 x 24 cm, Hardcover, hat mir Spaß gemacht. Viele, viele, viele Fotos drin, ich glaube etwas über 180 Originalaufnahmen, also keine aus heutiger Zeit, teilweise in Farbe, Großteil noch nie veröffentlicht worden. Es steht natürlich noch mehr drin. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das Buch bei mir bestellen, per Internet, per Mail oder auch direkt bei meiner Verlagsauslieferung in Steinhagen bei Bielefeld. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet, sehen Sie alles da. Vielen Dank für Ihr, dass Sie mir zugehört haben. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie das Buch jetzt bestellen. Diese Scheißlampe.